Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Rennstreckengesprächs. Die Rennstrecke ist natürlich nur aus Plastik und im Maßstab. Also Sie müssen keine Angst haben, hier von dröhnendem Motorenlärm übertönt zu werden. Es geht natürlich um Mobilität, um Fragen zur Verkehrssicherheit. Und in diesem Zusammenhang begrüße ich neben mir Professor Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht, Bundesminister AD und ausgewiesener Experte zu allen Fragen, die die Verkehrssicherheit und Infrastrukturfragen betreffen. Herr Bodewig, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, beim ersten Teil dieses neuen Formats dabei sein zu dürfen. Die Freude liegt auf meiner Seite. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Die erste Frage, die mich umtreibt, ist die nach der viel zitierten, kann man ja sagen, Rettungsgasse. Das ist ja ein Punkt, der aktuell immer wieder diskutiert wird. Eigentlich ganz einfach. Rettungsgassen sind natürlich nötig, um im Falle eines Unfalles die Rettungskräfte schnell zum Ort des Geschehens zu bekommen. Warum muss man darüber sprechen überhaupt? Ja, weil die deutschen Autofahrer nicht alle im Bilde sind, wenn ich das so sagen darf. Also wir haben wirklich Probleme bei den Rettungsgassen. Zum einen, sie beginnen zu spät. Zweitens, sie werden missbraucht von eiligen Fahrern, die glauben, auf der Rettungsgasse dann ein Stück dem Stau entgehen zu können. Aber auch das Problem der Gaffer. Alle drei Themen sind welche, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das Wichtigste ist das vierte. Wie werden sie gebildet und wo? Und da ist die Regelung relativ einfach. Also sie wird gebildet immer auf der linken Spur und der daneben liegenden. Also immer nach links außen vor der linken Spur wird die Rettungsgasse gebildet. Bekanntlich sagt ja ein Bild mehr als 1000 Worte. Und wenn wir schon mal an so einer schönen Piste stehen, dann können wir die Rettungsgasse mal nachbauen. Einfach nur, um Missverständnisse zu vermeiden. Wir nehmen mal die Boliden hier ein bisschen raus, Herr Bodewig. Und Sie sorgen jetzt mal für ganz normale Durchschnittsautos. Die bauen wir jetzt hier hin. Dann halten wir mal hier eine dreispurige Autobahn. Hier ist der Mittelstreifen auf dieser Stelle. Hier, wo es grün ist, genau. Ja. Dann haben wir einige Fahrzeuge. Irgendwie ist es so eine Entenparade, die sich heute bildet. Nichts gegen die Ente. Die fahren alle sehr unterschiedlich. Und hier am Frankfurter, in der Nähe des Frankfurter Flughafens haben wir dann noch eine Gangway. Und hier haben wir jetzt den LKW, der hier aus der Kurve fliegt. Genau. Hier ist die linke Spur, weil hier der Mittelstreifen ist. Wie bildet man die Rettungsgasse? Man fährt schon dann, wenn man das Ereignis sieht, fährt man leicht rüber. Und die anderen, die Rechten, fahren als allererstes nach rechts. Und die aus der Mittleren, die bleiben auf der rechten Seite, so dass hier das Rettungsfahrzeug dann quasi durchfahren kann. Genau. Bis zum LKW. Ja, eigentlich ganz einfach. Wie sehen denn die gesetzlichen Regelungen aus? Also was muss der Autofahrer eigentlich wissen? Also er muss wissen, dass er die Gasse bilden muss. Er muss wissen, dass er das schon bei stockendem Verkehr macht. Weil wenn der Stau erstmal zugesetzt ist, ist das Umräumen der Fahrzeuge natürlich irre zeitaufwendig. Das gilt für jeden Stau oder nur für Staus, die sich nach einem Unfall bilden, wo möglicherweise schon Blaulicht zu sehen ist? Das gilt bei jedem Stau, wo man vermuten kann, dass ein Unfall die Ursache ist. Wenn jemand dagegen verstößt, sage ich mal, was hat er zu vergegenwärtigen? Was kann dem passieren, wenn er als quasi Störfaktor für die Rettungskräfte ausgemacht wird? Das ist mit Bußgeld behaftet, zwischen 20 Euro, wenn es sozusagen eine späte Reaktion ist, bis hin zu 1000 Euro, wenn es wirklich behindernd ist und eben auch sehr, sehr negative Folgewirkungen zeigt, bis hin zur Freiheitsstrafe, wenn man mutwillig blockiert. Auch damit muss der Fahrer rechnen. Mutwillig sind ja Gaffer, die sind ja bewusst dabei, beispielsweise Handyaufnahmen von einer Unfallsituation zu machen. Haben die auch Konsequenzen zu vergegenwärtigen, wenn sie das tun? Ja, und zwar im Strafgesetzbuch § 201a. Das ist moralisch verwerflich, aber es ist auch ein Straftatbestand dessen, weil es um die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau zu stellen geht. Das Problem ist aber ein anderes. Wer kann das verfolgen in der Zeit, wo es darum geht, wirklich jede Sekunde zur Rettung der Menschen aufzuwenden? Und das verbindet sich mit einer anderen Frage. Es gibt zunehmend von den Rettungskräften die Forderung, dass man ihre Fahrzeuge mit Kamera ausstattet. Das ist eine Frage auch des Datenschutzes. Aber ich finde, bei Gefahr in Verzug, und das ist spätestens dann, wenn das Blaulicht
angeht, wäre es zu rechtfertigen, das auch aufzunehmen, um dann diejenigen, die wirklich dabei ja auch Todesfälle verursachen können, weil sie blockieren, weil sie als Gaffer den Weg versperren, dann später zu identifizieren und dann auch mit dem entsprechenden Strafverfahren zu belegen. Der Unfall ist ja schon mit der Vorsilbe un ein negativ besetzter Vorfall. Und die Deutsche Verkehrswacht lässt ja nichts unversucht, um eben diese Fälle möglichst klein zu halten, also zahlenmäßig klein zu halten. Ein Hauptunfallthema sind ja alte Menschen im Straßenverkehr. Die Statistiken beginnen jetzt mit der demografischen Entwicklung auszusagen, dass alte Menschen relativ viel häufiger Unfallursache sind. Ist das so? Ja, es hängt aber an einem Faktor, nämlich dass es immer mehr alte Menschen im Straßenverkehr gibt. Wo es Probleme gibt, das muss man auch so sagen, ist eigentlich ab der Altersgruppe 75. Weil doch dann auch die physischen Fähigkeiten nachlassen und das ist signifikant erkennbar. Zum Beispiel der Schulterblick ist nicht mehr möglich. Wir haben eine Situation, dass diejenigen, die wohl situiert sind, das mit Fahrerassistenzsystemen ausgleichen können, aber es gilt natürlich nicht für alle Senioren, die fahren. Deswegen ist unsere Idee, dass wir sagen, wir wollen uns auf die Problemgruppe konzentrieren, nämlich die über 75-Jährigen, wo wir mehr Unfälle haben, wo wir genau auch sehen können, dass wir in diesem Bereich mit wenigen Maßnahmen eigentlich auch helfen können. Zum Beispiel ein Vorschlag, mit dem sich hier in der Nähe in Würzburg die Jahreshauptversammlung beschäftigt hat, ist zum Beispiel, dass wir sagen, wir wollen Begleitfahrten. Begleitfahren, wo der 75-Jährige oder die 75-Jährige von einem Fahrlehrer begleitet wird, ein standardisiertes Verfahren, um auch eine Vergleichbarkeit herzustellen. Wir glauben, dass diese Begleitfahrten obligatorisch sein sollen, nämlich dass alle es tun. Man muss es vorher evaluieren, nicht sofort einführen, aber dass es nicht sofort eine Konsequenz gibt, weil wir dann die Angst haben, dass Menschen sich verstellen. Sie sollen aber die Fähigkeit gewinnen, ihre eigenen Fähigkeiten erkennen und dass wir dann sagen, in diesem Gespräch wird dann deutlich gemacht, du hast Defizite, die kannst du teilweise technisch ausgleichen, du kannst sie durch ein verändertes Verhalten ausgleichen oder wenn es nicht geht, dann musst du eben deinen Führerschein auch selber freiwillig abgeben. Und ich glaube, in dieser Altersgruppe ist dies möglich. Das Freiwillige daran ist, dass nicht sofort die Konsequenz gezogen wird, etwa durch Entzug des Führerscheins. Okay, also wenn sich Defizite ergeben bei der Begleitfahrt, dann kann man die therapieren oder wegtrainieren oder jedenfalls oder kategorisieren vielleicht noch. Oder die Erkenntnis ist, ich kann nicht mehr fahren, ich gebe meinen Führerschein ab. Und ab einer gewissen Altersgruppe, 75, wird das zunehmen. Und wir wissen, dass teilweise der Moment der Erkenntnis verpasst wird. Und unser Ziel ist es eigentlich, durch die obligatorische Fahrt mit dazu beizutragen, dass alle noch in der Lage sind, das eigene Verhalten reflektieren zu können. Vielleicht kommt man ja auch mit dem automatisierten oder später autonomen Fahren auch weiter. Denn es ist ja zum Beispiel vorstellbar, dass der alte Mensch, der seine Fahrerlaubnis nicht mehr besitzt, weil er sie vernünftigerweise abgegeben hat, dann sagt, okay, dann drücke ich jetzt hier auf meinen Rufknopf und dann kommt um die Ecke gefahren ein autonomes Fahrzeug. Da ist es viel in Bewegung, aber wir sind nicht so weit, dass diese Vision schon, sagen wir mal, in den nächsten Jahren realistisch ist. Aber die Stufen werden ja sein. Erstmal teilautomatisiert. Und hier haben wir ein großes Problem, weil wir haben diese Übergabeverantwortung, wenn eine Störung passiert. Und die soll nach den Gesprächen, die bei UNEC in Wien laufen, 4 Sekunden betrachten. Also der Fahrer, dem erlaubt ist, abgelenkt zu sein, soll innerhalb von 4 Sekunden sofort eingreifen, wenn ein Unfall kommt. Ich halte das für total unrealistisch und ich hoffe, dass da noch Bewegung reinkommt. Aber das zeigt ja auch, warum ist man bei 4 Sekunden, also diese relativ kurze Phase? Welche Argumente sprechen dafür? Das war die Möglichkeit, in der der Fahrer noch eingreifen kann, um den Unfall, also sie war eher technisch basiert. Mhm. Es gibt jetzt andere, die sagen 8 Sekunden, aber auch das. Sie müssen sich vorstellen, den Lkw-Fahrer, der eigentlich nur noch auf dem Fahrersitz selber nichts zu tun hat, vielleicht seine Berichte schreibt oder Ähnliches, der wird auf einmal innerhalb von 4 Sekunden oder 8 Sekunden mit einem 40-Tonner in die Verantwortung übertragen, sofort eingreifen zu müssen. Ich glaube auch eher, dass viele dieser Zwischenschritte
stärker analysiert werden müssen. Wir sind da in einem Prozess, der noch nicht dazu da ist, Regeln festzustellen. Zum Beispiel, wer hat die Verantwortung im Schadensfall? Der Fahrer, Versicherung des Fahrzeugs oder wie auch immer. Also es sind sehr, sehr viele offene Fragen und ich finde, Verkehrssicherheit bedeutet, dass diese Fragen, bevor diese Prozesse in Gang gesetzt werden, geklärt sein müssen. Und das ist einer der großen Probleme. Ich selbst, aber auch die Deutsche Verkehrswacht, sieht in dem automatisierten Fahren die Chance, das Fehlverhalten von Menschen auszuschließen. Da sind wir wieder bei den Alten, die möglicherweise nicht schnell genug reagieren. Das Auto kann es viel schneller, die Elektronik. Kann es viel schneller oder eben das automatische Einparken. Was genau. Zwar nicht zu Körperschäden führt, aber vielleicht andere Fahrzeuge tangieren könnte. Ich glaube, wir müssen den Prozess viel besser definieren. Und da brauchen wir Testfahrer. Das können nicht irgendwelche Lkw-Fahrer, sondern man muss erst die Testfahrer sehen. Die müssen beschreiben, wo hakt es. Und dann geht man. So gehen übrigens ja auch die Unternehmen vor, die diese neuen Prototypen entwickeln. Aber wir müssen es als Regeln haben. Vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es mehrschichtig sein. Es wird also einmal technologische Phasen geben oder Prozesse geben und dann aber sicherlich auch gesellschaftliche. Denn es muss ja auch eine Akzeptanz geben. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier so ein Vehikel ansehe, ja, 1899, ist damals sicherlich der letzte technische Schrei gewesen. So ein Auto ist ja wenigstens theoretisch heute auch auf öffentlichen Straßen fahrbar. Ja, ja. Es darf ja fahren mit 12 Kilometern pro Stunde oder was es eben so schafft. Es gibt von der FIA, von der Fédération Internationale d'Automobile, ein Programm, das heißt Yesterday's Cars on Tomorrow's Roads. Wie kompatibel ist denn sowas dann? Wie kommunizieren denn solche Autos mit einem modernen, hochautomatisiert fahrendem Fahrzeug? Wahrscheinlich gar nicht. Gar nicht. Das wird auch eins der Probleme sein. Nehmen wir mal an, wir hätten automatisiertes Fahren im Jahr 2020, was ich nicht glaube. Wir werden aber, wenn wir 2020 automatisiertes Fahren haben, werden wir trotzdem erst die Durchdringung aller Fahrzeuge etwa im Jahr 2050 haben. Solange wird es nur eine begrenzte Car-to-Car-Kommunikation geben. Wir werden erstmal auf den Autobahnen oder auf bestimmten definierten Bundesstraßen Erkenntnisse gewinnen, bevor wir im Stadtverkehr Systeme haben, die hundertprozentig alle Störungen, alle Eventualitäten erfassen können. Aber auch selbst die werden mit vorhergehenden Fahrzeugen nur zum Teil kommunizieren, nämlich nur, wenn sie über die gleiche oder ähnliche oder standardisierte Technologie verfügen. Na gut, das heißt ja auf Deutsch, dass solche Autos dann im Jahre 2050 nicht mehr, wenigstens im Großstadtverkehr zu sehen sein werden. Vielleicht würde man dann bestimmte Landstraßen ausweisen, in denen H-Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit dem Kennzeichen H fahren können. Also, und jeder andere wüsste, dass dann der Fahrer die Verantwortung hätte, okay, weil, also die Zonenmodelle, weil die Car-to-Car-Kommunikation nicht funktioniert. Aber ich finde, wir bewegen uns in Deutschland einmal in eine Euphorie, dass automatisierte Fahren kommt. Ich begrüße es, wenn es kommt, also wenn man die Fehlerquelle menschliches Verhalten ausschließt. Aber ich finde, wir müssen an jede Eventualität auch denken, die in den Phasen bis dahin auftreten können. Und die müssen genau definiert werden. Und ich finde, verantwortliche Politik bedeutet, dass man sich diesen Fragen jetzt schon stellt und nicht, dass wir immer sozusagen Learning by Doing machen. Gutes Stichwort ist ja alt. Nicht nur die Autos sind alt, auch im Hinblick auf autonomes Fahren, sondern die Verkehrsinfrastruktur, die ist ja auch, naja, sagen wir mal, pflegebedürftig, nicht? Ja. Defekte Infrastruktur sind auch immer natürlich automatisch Gefahren für die Verkehrssicherheit. Es gibt ja ein Projekt, was Sie angestoßen haben, was für Zweiradfahrer unter Umständen lebensrettend sein kann, mit Geld, was übrig geblieben ist aus der letzten, Haushaltsperiode, was jetzt sinnvoll verwendet werden kann. Wie ist diese Idee? Lassen Sie mir ganz kurz noch was zum Hintergrund sagen. Ich habe damals 2013 eine Länderkommission geleitet im Auftrag der Verkehrsministerkonferenz, wo es darum ging, eine nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung sicherzustellen. Die führt dazu, dass wir von dem Basisjahr 2013, das waren etwa 10 Milliarden, nun im kommenden Jahr 14 Milliarden zur Verfügung haben. Das ist ein deutlicher Anstieg. Dieses Geld kann nicht
umgesetzt werden in vollem Umfang. Das liegt an fehlenden Planungsfeststellungsverfahren, die ja auch zeitaufwendig sind. Teilweise Einsprüche, Gerichtsurteile, alle die Störungen, die auch in normalen Planungsprozessen vorhanden sind. Und deswegen ist der Vorschlag der Deutschen Verkehrswacht, gemeinsam auch mit Walter Eichendorf habe ich das vorgeschlagen, also auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hat sich dem angeschlossen, dass wir vorschlagen, dass Gelder ohne in Planungsverfahren, die ja zeitaufwendig einzutreten, umgesetzt werden können, wenn wir in Verkehrssicherheit investieren. Und diese Gelder sind quasi übrig geblieben? Und auch übertragbar. Okay, das heißt, sie verfallen nicht. Wir werden aber im kommenden Jahr dann wieder mehr Geld haben. Und eins darf nicht passieren, dass der Finanzminister sagt, da ist so viel Geld übrig, das sammle ich jetzt mal ein. Mhm. Das ist die finanzpolitische Seite. Aber verkehrspolitisch, wir haben seit Jahren Probleme mit Zweiradfahrern, Motorradfahrern. Wir kennen diese Strecke, die teilweise auch zu Recht gesperrt werden, weil die zu unverantwortlichem Fahrverhalten animiert haben. Aber wir haben auch ganz viele Bundesfernstraßen mit klassischen Leitplanken ohne Unterschutz. Und wir sagen, ohne in Planfeststellungsverfahren hineinzumüssen, könnten die Straßenbauverwaltung der Länder im Auftrag des Bundes in Bundesfernstraßen genau an diesen Straßen zusätzlichen Schutz für Motorradfahrer bieten. Man könnte zum Beispiel bei Leitplanken Unterschutz machen oder man könnte ganz neue Systeme machen. Es gibt aber Verkehrsunfallkommissionen, die sich genau anschauen, wie sind Unfälle entstanden, gerade bei das, was wir Landstraßen nennen, die teilweise im Besitz der Länder, aber auch in denen der Bundes sind. Die im Besitz des Bundes sind, könnten aus diesen Mitteln wirklich so ertüchtigt werden, dass sie zum Beispiel unfallverzeihend ist. Dass, wenn einer mal eine Sekunde nicht aufpasst und ausschert, es trotzdem nicht zu einem Unfall kommt. Dafür gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Und dann muss man genau prüfen, bedürfen die wegen einer wesentlichen Veränderung ein neues Planfeststellungsverfahren? Dann wird es schwieriger, aber es gibt genügend Maßnahmen, die man machen kann, ohne Planfeststellungskönnen. Das heißt, wir können in Verkehrssicherheit jetzt sehr viel Geld umsetzen. Was ich mir wünsche, ist, dass wir einen Schutz bei Alleen haben. Also es geht mir nicht darum, Alleen abzuholzen, aber Nachbepflanzung in einem anderen Sicherheitsabstand. Und man könnte dies dann auch bei neuen Straßen planen, so dass das Landschaftsbild erhalten wird, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass zu schnell fahrende Jugendliche Raser in Anführungszeichen nicht tödlich verunfallen. Also es gäbe eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man machen kann, wo wir sagen, wir bauen die Infrastruktur besser aus, aber wir bauen sie so aus, dass es zu weniger Unfällen kommt. Wird in Zukunft durch die gerade frisch beschlossene Bundesautobahngesellschaft, die ja kommen soll, die Sache eher erleichtert oder verkompliziert? Also in einer Übergangsphase habe ich große Sorgen, ob überhaupt die Mittel abfließen in dem Maße, in dem sie zur Verfügung stehen. Denn man wird etwa 11.000 Menschen in eine neue zentrale Organisation übertragen, die dann wieder Regionalgesellschaften bildet. Ich hatte einen Vorschlag unterbreitet, auch in einer Kommission der Verkehrsministerkonferenz, wonach man über Geld steuert. Man hätte eine zentrale Gesellschaft, aber man würde die Strukturen nicht umfassend verändern. Aber der Bund als Auftraggeber hat genau die Steuerungswirkung, die er sich erwünscht. Es ist jetzt anders gekommen, ist alles in einem großen Finanzpaket eingewickelt werden. Ich hoffe nur, dass es eine gute Kooperation zwischen Bund und den Ländern gibt, dass man sehr schnell dann zu guten, qualifizierten Lösungen kommt. Ich mache mir aber große Sorgen, denn wenn man 2013 mit dazu beigetragen hat, dass sehr, sehr viel Geld mehr zur Verfügung steht, bedauert man es, wenn man dann befürchten muss, dass dieses Geld nicht in dem Maße abfließt für Verkehrsinfrastruktur, wie es heute vorhanden ist. Okay, aber wir hoffen das Beste, denn alle ziehen ja am gleichen Strang und die Verkehrssicherheit ist ja Gott sei Dank immer noch ganz oben als oberste Überschrift. Herr Bodewig, vielen Dank für diese zwar sehr kurzen, aber doch inhaltsreichen Ideen zu dem, was man machen kann. Kann und ja auch macht teilweise. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier war und ich glaube, ein Motodialog für eine humane Mobilität ist das, was wir alle auch wirklich brauchen. Deswegen schön, dass wir dieses neue Format haben. So ist es. Tschüss. Tschüss.